Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Wie du siehst, heute aus dem Kreativpause, jetzt mit einem spontanen Video, mit einem ganz, ganz einfachen und ganz einfachen Kulisse für mein Video, wie du siehst. Also ich habe aber trotzdem meine Klangschale dabei und einige Karten mitgebracht. Habe ich eine Chakra-Kerze für dich und ich freue mich, dass du da bist und wir schauen jetzt einfach, wie die Energie im Monat August sein wird. In der Liebe, was bringt dir dieser Monat in der Liebe mit, eventuell auch, wenn du dich in eine Seelenpartnerschaft dich befindest oder Wunschpartnerschaft oder halt auch in einer festen Beziehung in deine Partnerschaft, wie wird der Liebe denn auch für dich sein im Monat August? Das ist eine Vorschau, das ist eine allgemeine Legung. Nehme für dich heraus aus diesem Video, womit du in Resonanz gehst und was für dich passt, was für dich stimmig ist. Und wenn es halt nicht alles passt, dann hab bitte auch Verständnis, dass es auch nicht für alle passen kann. Ja, also für so viele Menschen, aber es wird bestimmt etwas für dich auch passen. Wichtig ist, dass du, während ich die Karten mischen werde, dass du mir ganz, ganz feste deine Gedanken zusendest und umso fester deine Absicht oder umso klarer du deine Fragen oder deine Gedanken auch formulierst, umso klarer wird das auch hier in den Legungen, also wiederkommen oder wiedergegeben sein. Schließe jetzt deine Augen und schwinge dich in der Energie der Merkur-Klangschale hinein. Schließe deine Augen. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und bist du bereit für die Legung. Ich verwende heute die Karten von Kiro Makete Gilded Reverie, die Lenormand-Karten und zwar viermal die neun. Konzentriere dich und sende mir deine Gedanken zu. Die ersten Karten sind schon bereits gefallen. Es geht um die Sehnsucht, um feste Verankerung, um komplette Neuausrichtung, um den Fuchs. Was ist auch im August so wichtig für dich zu wissen? Der Tiefe der Gefühle, der Transformation. Im August spielt nochmal eine große Rolle hier die Karma für dich. Also die Karma, wie du sie spielst, eine große Rolle. Natürlich müssen wir bestimmte Aufgaben erstmal erledigen, bevor wir auch in unserem Weg weiterkommen. Das wissen wir ja alle. Wenn was noch nicht zu Ende ist, dann kann das auch nicht weitergehen, dann stagniert das Ganze. Also wir schauen jetzt, was die umliegenden Karten einfach auch so sagen. Ich drehe alles mal um. Sehr gut. Also, wie du siehst, also es geht in erster Linie geht es wirklich darum, hier diese Karma. Also es geht um die feste Verankerung, dass man auch wirklich irgendwann auch ankommt. Dass man sagt, ich bin jetzt wirklich angekommen, ich habe alle Aufgaben erledigt, ich kann mich hier zurücklehnen, alles ist gut. Danach sehnst du dich, also ist auch eine langsame Entwicklung oder halt auch dein Gegenüber sehnt sich danach, also er möchte sich komplett hier neu ausrichten, hat aber irgendwie, das ist auch karmisch, so eine Abwehrhaltung, vielleicht auch so einen inneren Kampf mit sich, was hier diesen Neuanfang anbelangt. Und er beobachtet mal alles so ein bisschen von der Weite,
vielleicht auch so ein bisschen listig, vielleicht so ein bisschen hinter einer Maske. Also der Fuchs ist immer so ein bisschen, liegt auf der Lauer und beobachtet das Ganze, denn er hat hier tiefe Verletzungen erlitten. Deswegen auch diese Maske. Also es kann auch sein, dass in der vergangenen Leben halt diese Verletzungen so erlitten hat oder in vergangenen Partnerschaften. Die Maske ist da, dennoch möchte man, also mit der Sicherheit möchte man wirklich, man macht sich Gedanken tiefer gehen, einfach diese Gefühle tiefer zuzulassen. Und also wie ich das sehe, ist, es transformiert sich etwas und der Turm steht hier immer für den Wachstum, vielleicht auch ein Stück weit um seinen persönlichen eigenen persönlichen Wachstum, denn es kommt gut, also es kommt hier, also mit der Karte, der große Glück, wie du siehst. Ja, wir legen die Karten aus. So, und wir bitten die Engel. Die Karten waren richtig geordnet. Wenn jetzt welche Karten auf dem Kopf stehen, da weißt du Bescheid, dass die was für dich zu bedeuten haben. Schau mal, hier sind alle wieder gefangen. Der Neuanfang sind wieder gefallen. Neuanfang, feste Verankerung, der Kampf, innere Kampf, diese Beobachtung, der Wunscherfüllung mit der Sonne braucht noch was Zeit. Er sucht noch nach Möglichkeit, zu dir zu kommen, zu dir zu finden, in der Mitte zu finden. Also, und er spielt also der Außen eine Rolle und wie es dann halt also zu Hause wird. Außen etwas in Stabilität zu bringen und das mit Sicherheit. So, wir legen jetzt natürlich die Karten aus und ich werde auf jeden Fall für jeden Sternzeichen drei Karten ziehen. So, und zwar Tarotkarten und vielleicht auch eine Liebeskarte. So, 3, 6, 7, 8, 9. Ich hoffe, du siehst das. Ich übersetze dir. Das ist jetzt eine absolute Ausnahme. Ich hätte das gerne schon vorab gemacht, aber wie ihr wisst auch, die Energien sind immer besser, wenn man das gerade dann macht. Natürlich kann ich auch hineinfühlen im Voraus schon, aber dennoch ist es anders, wenn man also diese Energie auch spürt, ja. Und deswegen alles gut. Ich hoffe, es kommt auch nicht darauf ein, wie die Kulisse, sondern was von Botschaften dich gerade erwarten. Das ist dir mit Sicherheit am wichtigsten. Und ja, und du freust dich einfach, weil ich freue mich dann auch über dich, ja, dass du hier bist, ja. Und wenn du mir eine Like gibst, trotz all dem, das ist dann für mich auch eine Art der Wertschätzung deinerseits. Also, wie du siehst, im August geht es hier um diese Seelenliebe, um diese Seelenpartnerschaft. Die meisten Menschen, die meinen Kanal folgen, befinden sich in dieser Seelenpartnerverbindung. Ja, also man würde auch sagen, ja, das ist jetzt irgendwie ein neumodischer Kram. Ja, es ist nicht so. Also früher hat man vielleicht auch gesagt, ja, mein Seelenverwandter oder so. Ne? Aber ich habe jetzt auch schon in einigen Videos darüber erzählt, dass wir uns im Aufstiegsprozess befinden. Und dass wir aus der Dualität halt in eine höhere Dimension uns aufschwingen, dass es auch messbar ist, dass sich auch die Schwingung der Erde sich verändert, also auch mit dem Schumann-Frequenz, also bis jetzt war die Frequenz der Erde 250,56 Hertz und jetzt 250 ist die neue Frequenz der Erde. Ja, also es geht wirklich darum, es verändert sich auch etwas und das können wir nur erreichen, indem wir positive Gedanken haben, indem wir positive Gefühle haben. Und wie kann man am höchsten halt dieses Gefühl haben, die höchste Frequenz ist die Liebe, dass wir halt diese bedingungslose Liebe auch spüren in uns und für jemand empfinden und deswegen auch diese ungleiche Seelenpartnerschaften, dass man wirklich den anderen annimmt, so wie der ist, ob der nun aus diesem Land kommt oder nicht, ob der jetzt nun gebildet ist oder nicht, ob wie der jetzt aussieht,
von welchem Status sie hat oder welche nicht, ob der jetzt alt ist oder jung ist oder dick oder dünn ist, klein oder groß ist, ist völlig egal. Es geht wirklich nur rein um dieses Gefühl und das breitet sich noch mehr halt im Monat August zwischen euch aus, dass ihr nicht im Werten, nicht im Bewerten seid, dass ihr bestimmte Statussymbole braucht man nicht und dass man den anderen so bedingungslos lieben kann, wie derjenige ist. Ja? Ich lege das jetzt mal hier zur Seite, denn ich werde das zum Klärung, als Klärungsgarten auch nutzen. Ich knie jetzt hier vor euch, vor dem Bett und lese euch die Karten. Ja, ich suche dich. Wo bist du denn hier? Bist du in August noch ziemlich hier unten? Also stehst du auf Kopf. Also wichtig wäre in August, dass du dich gut erdest. In erster Linie, dass du dich also gut für dich sorgst. Denn ich sehe dich hier schon, dass du im Gefühl bist, aber du hast so ein bisschen den Halt verloren. Und du schaust hier auch so ein Stück weit in diesem Irrgarten hinein. Also das heißt, du weißt ja auch gar nicht, du findest gar nicht deine innere Mitte und du bist nicht geerdet. Es ist wichtig für die Erdung, dass du gut für dich sorgst, dass du genug schläfst, dass du gut isst, dass du wirklich in der Natur bist, dass du gut für dich sorgst, ja. Zeit für dich nimmst, Zeit für dich nimmst, wie du siehst, die Zeit. Also die Sonne steht auch für die Wunscherfüllung, da kommt alles ins Flow und also auch hier sehe ich so ein bisschen auch von dir, dass du so ein bisschen alles so von außen beobachtest, so ein bisschen bist du auf der Lauer, du weißt auch gar nicht, wie weiter. Also du kämpfst auch so ein bisschen mit dir. Natürlich möchtest du ankommen, du suchst nach den Wegen, nach den Möglichkeiten mit Sicherheit, aber du machst dir zu viele Sorgen. Und wie ich das oft in meinen Videos sage, also Sorgen ziehen dir deine Schwingung herunter. Ja? So, und so ähnlich geht es auch in August deinem Seelenpartner. Wir schauen einzeln die Sternzeichen und ich empfehle dir auch wirklich, dass du auch das komplette Video zu Ende schaust, denn es kann auch sein, dass der je nachdem, welche Aszendenten in anderem Sternzeichen hat oder dass er also auf jeden Fall den Mond in anderem Sternzeichen hat, das weißt du ja nicht. Ne? Also wichtig wäre, dass du dich hier erdest. Also du bist aber im Gefühl. Dein Gegenüber ist ein Stück weit auch in den Kopf gerutscht. Wir schauen auch weswegen. Er ist auch nicht geerdet. Und er schaut in diese Neuausrichtung natürlich mit voller Sehnsucht, würde er gerne, weiß aber nicht, wie er das umsetzen kann. Also auf jeden Fall möchte er wachsen, möchte in dieses Glück hinein, der transformiert etwas und er lässt ein Stück weit auch die Maske fallen, weil die Maske mit nach unten liegt, also hier, soweit du das siehst. Und er möchte ja schon, dass es in der Tiefe geht, das Ganze in der Tiefe geht. Und also in seinem Unterbewusstsein sind dennoch die Verletzungen ganz, ganz präsent. Wir schauen auch weswegen. Schau mal hier. Das ist ja karmisch bei deinem Seelenmensch, ja, also karmisch. Und also auf jeden Fall, wie du siehst, sie möchte gerne von Herz zu Herz auf dich zukommen und dir halt auch eine Einladung schicken oder ein romantisches Date mit dir verbringen. Allerdings hat hier also Hürden, also diese Hürden sind aber dennoch schon überwindbar. Also die Weite, die Entfernung könnte auch hier eine Rolle spielen dabei, die Weite, die Hürde und das Hindernis. Allerdings, er sucht nach Möglichkeiten und sein tiefes inneres Wissen weiß, dass er seinen Herzensweg gehen möchte und dass er dir hier also diese Treue und Loyalität, so diese Treue und Loyalität für dich, also in seinem Herzen hat, durch diesen Herzen erweisen möchte, habe das Wort gefunden. Also wie du siehst, also die Schlange steht hier, die Schlange könnte auch hier, also auf jeden Fall,
etwas symbolisieren, wie du siehst, also entweder eine bestehende Partnerin oder Schwierigkeiten, was hier verborgenen liegen, was hier noch in Heilung gebracht werden sollte, was hier noch gelöst werden sollte, Verstrickungen oder halt, also das Ganze wird also von dieser Partnerin im Verborgenen gehalten, aber er ist dir treu und macht sich Gedanken, also zu dir zu finden. Also bei dir steht es hier, die Nachrichten kommen auf dich zu, der Neuanfang von dem Seelenpartner und das macht dich richtig unruhig. Also nicht negativ, sondern positiv, richtig unruhig. Was hier also allerdings blockiert, ist hier die Beständigkeit. Es kann sein, dass du also entweder Angst bekommst und dich zurückziehst oder halt dein Gegenüber sich zurückzieht. Denn hier die Mäuse an dieser Beständigkeit knabbern sie. Oder es könnte auch bedeuten, dass hier er oder du vergeben bist, also mit dem Ring, und dass es halt ein Hindernis ist, dass es hier in der Beständigkeit kommen kann, noch zur Zeit. Die Familie, die Karte steht auch generell für Familie, denn Lilien stehen auch oft für den Familienwappen. Für mich ist das jetzt keine Lilie, eher würde ich hier als Kala deuten, aber trotzdem die Lilien, so werden sie ja halt hier in diese Lenormand-Karten auch gerufen, stehen für die starke Anziehungskraft, auch für die spirituelle Liebe, für dieses spirituelle Vereinigung und auch für die Familie, aber auch, ja. Und es kommt was, also schnell in der Entwicklung auch bei dir und du beobachtest das, du schaust das nochmal genau an, wie sich das alles entwickelt, also mit einer gewissen Offenheit. Das finde ich jetzt schon mal positiv. Ich habe hier noch ein paar Klärungskarten. Wir fragen einfach danach. Wir schauen aber jetzt mal in die erste Woche. Die erste Woche im August könnte bedeuten, dass hier Nachrichten von dem Seelenpartner kommen, ausgetauscht wird. Und also auf jeden Fall der neue, über Neuanfang gesprochen wird. Kann sein, dass da auch ja, so Gespräche, Pläne vielleicht auch, also vielleicht auch bei den einen oder den anderen im Kopf so einfach hochkommen, dass du dir Gedanken machst, so Tagträume hast, wie entwickelt sich das auch weiter. Und wenn du wirklich daran denkst, dass es hier in der Beständigkeit kommen sollte, dann bekommst du vielleicht auch ein Stück weit kalte Füße. Oder du oder dein Gegenüber. Die Anziehungskraft ist dennoch sehr, sehr stark. Und also ich sehe hier schon eine Entwicklung, also im Monat, wie ich das sehe, eine schnelle Entwicklung, also schon. Du bist offen, also ihr seid beide offen und beobachtet euch, also gegenseitig, aber es kommt etwas in der Entwicklung. In der zweiten Woche werden also sehr präsent die karmischen Themen. Die karmischen Themen, ich glaube, die zweite Augustwoche haben wir auch diesen großen Löwe-Portal. Da werde ich auch natürlich eine Legung dafür machen, was das auch mit sich zu tun hat. Also wir gehen schon wieder durch ein Löwe-Portal und Löwe ist auch sehr mit viel, mit Kraft, mit Stolz verbunden. Und also die karmischen Themen sind also wirklich von Herz zu Herz zueinander zuzugehen und wirklich auch hier auch eine Einladung vielleicht zu versenden. Vielleicht treffen sich auch viele dann auch oder verabreden sich auch viele oder fahren dann auch in Urlaub. Das ist die Karte, die Berge, das symbolisiert auch die Weite. Oder auch die Hindernis, oder dass ihr auch vielleicht ein Stück weit ihr wünscht, dass ihr euch trifft, aber dennoch vielleicht der ein oder der andere in der weite Ferne ist, in Urlaub ist. Und ja, das macht vielleicht auch ein Stück weit den einen oder den anderen unruhig. Der Herzweg ist da, also der Herzensweg zu gehen, vielleicht auch steht auch für eine Entscheidung, also eine zweite Woche. Könnte auch die Entscheidungen symbolisieren, dass der eine oder der andere sich entscheiden möchte und loyal sein möchte, entweder der noch bestehende Partnerin loyal werden möchte oder halt auch dir, also wenn du jetzt die karmische Partnerin als, wenn du zuschaust, vielleicht auch dir loyal werden möchte, denn hier spielt das auf jeden Fall noch jemand eine Rolle oder diese Schwierigkeiten, diese Verstrickungen spielen hier in der zweiten Woche eine Rolle. Also der Karma meldet sich in der zweiten Woche ganz, 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 ganz stark.
Also in der dritten Woche geht das Ganze in der Tiefe hinein. Also Gefühle tiefer, die Masken fallen tiefer. Also es kommt auf jeden Fall kommt etwas in Verwandlung. Also es wandelt sich etwas und du hast vielleicht auch das Gefühl oder dein Gegenüber hat das Gefühl. Also es entwickelt sich in eine positive, glückliche Richtung mit sehr viel Wachstum, denn ihr beide sehnt euch danach nach Neuausrichtung. Und auch dein Herzensmensch sehnt sich danach, also möchte auch seine sinnliche Seite mit dir leben. Er zeigt sich auch hier wie ein Mann in seine männliche Kraft und von allen Dingen lässt er die Verletzungen hinter sich. Die vierte Augustwoche, also zum Ende des Monats, wie du siehst, also bei dir geht es auch für ein Stück weit darum, du suchst ein Stück weit immer noch nach deiner inneren Mitte, also du weißt noch nicht genau, wie und was und umso näher sich diese Entscheidung rückt zu dir, umso mehr hast du das Gefühl, du brauchst noch so ein bisschen Zeit, so dieses Gefühl nehme ich wahr und also auf jeden Fall beobachtest du das bisschen so abseits von außerhalb und bist du so hin und her gerissen, so nehme ich dich auch wahr. Und du möchtest gerne ankommen, du möchtest die Lösung endlich für all deine Probleme finden, dass du sagst, ich finde endlich mal die Lösung. Wir schauen jetzt, wie wird sich das denn jetzt hier entwickeln. Die erste Woche, die Blockaden. So, also wie du siehst, in der Seelenpartnerschaft sind die Blockaden. So, die karmische Kreuz in der zweiten Woche hat mit dieser Liebe zu tun. Wo ist diese Hindernis? Also die Hindernis liegt bei dir, habe ich das Gefühl. Was ist hier mit dieser noch bestehende Partnerschaft? Also das hat was im Außen zu tun. Wie, also die steht in der Öffentlichkeit eventuell. Also die Maske wird mit diesem Neuanfang auf jeden Fall fallen. Was wird hier transformiert? Also durch göttliche Führung wird hier einiges transformiert. Die Verletzungen bei deinem Gegenüber können halt hier familiäre Themen sein. Also kann dir das so mehr loslassen, heilen. Wonach suchst du denn? Also du findest hier, der Ehegatten steht dafür, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht kannst du dich Stück weit auch nicht so gut entscheiden. Wir schauen jetzt mal, wofür. Also du brauchst noch Zeit hier. Zu den Herzensmenschen kommt die Zeit, also der Fuchs kommt, also deine Ängste sind, dass die das Ganze so ein bisschen blockieren und du bist hin und her gerissen wegen deiner Sicherheit, wegen deiner Stabilität. So nehme ich das Ganze wahr. Und nun für jeden Sternzeichen werde ich jetzt eine Karte aus diesem Tarotkarten von Angelina Schulze ziehen und zwar für jeden Sternzeichen drei Stück. So, und wir haben jetzt bereits schon den Löwen, also wir befinden uns schon in der Löwe-Energie. Also, liebe Löwe, konzentriere dich. Ich bitte um drei Karten für den Löwen. Löwe hat ja das Geburtsmonat, also Geburts Sternzeichen, da passiert auch immer ganz viel. So, Löwe, dann bitte ich um drei Karten für die Jungfrau, kommen vier Karten. Vier Karten für die Jungfrau, denn die Waage. Danke. So, die Waage, dann der Skorpion. Skorpion, so, Waage, Skorpion, dann haben wir Schütze. Der wollte unbedingt mit. Dann haben wir Steinbock. Steinbock, so Wassermann. Wassermann kommt auf das Luftelement. Oh weia, ich bin ein Wassermann. Sehr gut.
So, dann die Fische. Die Fische. So, wollten vier zu den Fischen. Vier Karten. Dann der Widder. Widder, dann haben wir den Stier. Stier. Dann haben wir die Zwillinge. Und der Krebs noch. So, also, die Grundenergie ist hier noch für den Monat August. Also, du hast wirklich hier die Möglichkeit, die drei Münzen, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Du hast die Möglichkeit, also voranzukommen. Wir fragen ja auch in der Liebe, weiterzukommen. Du hast die Möglichkeit, etwas zu bearbeiten, über bestimmte Dinge aufzusteigen. Also eine Fortschritt, eine Wachstum, sich verbessern, eine höhere, reifere Ebene betreten, also Stabilität, also an der Liebe arbeiten. Also nach wie vor ist noch Arbeit sie verschönern. Ja, also an der Liebe arbeiten, sie verschönern. Also wenn du in der Partnerschaft bist, dass du auch an deiner Partnerschaft arbeitest, entwickeln lässt und so weiter. Wenn du in der Wunschpartnerschaft oder in der Seelenpartnerschaft bist, also auf jeden Fall, also in eine reifere Ebene zu kommen, das ist schon mal so sehr, sehr positiv. Ich ziehe aber noch für jeden Sternzeichen noch mal eine Liebesbotschaft. Und wenn auch dieses Video so ein bisschen länger wird, freue dich darüber. Natürlich kannst du dir das auch immer wieder anschauen, hier diese Monatsvorschau. Also eine Karte bitte Löwe. Bitte Löwe. Löwe. Bitte Jungfrau. Bitte Waage. Bitte Skorpion. Skorpion, du bist ein Glückspilz hier. So, dann haben wir Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische, Widder. Sie wollte unbedingt mit. Stier. So, dann Zwilling. Und Krebs. So, was euch nochmal hier im August verbindet, die heilige Vereinigung. Hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Was bedeutet das, diese heilige Vereinigung? Also das ist wirklich diese Körper, Geist und Seele. Viele, die sich zum Beispiel auch noch nicht also in einer festen Partnerschaft sind, aber auf seelischer Ebene vielleicht, im Gedanken, hat man wirklich das Gefühl, man verschmilzt mit dem anderen. Oder für viele auch wird das auch Realität sein. Oh, fallen die runter, die Krebse. Also auf jeden Fall, dass du diese heilige Vereinigung, also das ist. Ja, dass du das auch leben kannst, also wie gesagt, im Monat August, ja, und das ist diese kühnische Hochzeit, mehr oder weniger, ja, ich habe da keine Worte für, also das ist dieses universelle Vereinigung auch, ja, zwischen den Seelenpaaren, das ist gegeben, ja. So, wir beginnen mit dem Sternzeichen Löwe. Also für den Sternzeichen Löwe geht es, also Königin der Münzen. Also es wird hier eine Sicherheit, eine Wohlstand,
erstmal geschaffen. Also wirklich auch nicht nur auf finanzieller Ebene, sondern auch wirklich, also der Löwe findet in seine Stabilität und also übernimmt auch Verantwortung und ist bodenständig, fantasievoll. Also das ist total eine schöne materielle Karte, also wie du siehst, also hier die Früchte, hier die Rosen erblühen, also Wohlstand, Sicherheit, es blüht alles. Und also auch der Löwe darf sich ein bisschen ausruhen, ja, darf sich jetzt hier sein Geburtsmonat jetzt auch wirklich so das Ganze genießen und ja, sich sammeln und auch so ein bisschen. Ja, also dieser Stillstand und diese Zurückhaltung und diesen Genuss, also was er alles schon erreicht hat, darf er sammeln und darf er dann auch halt in diese Herrscherin-Energie hineingehen, denn es steht für den Wachstum, es entwickelt sich alles gut und also auf jeden Fall die Liebe blüht auf, wächst, also es ist total schön und darf sich zurücklehnen, die Löwen dürfen sich zurücklehnen in August und abwarten, überstürze nichts, lass die Dinge ihren Lauf nehmen. So, dann kommen wir zu den Jungfrauen. Die Jungfrau hat vier Karten hier bekommen, also der Herrscherenergie. Also die Jungfrau kann also wirklich ihre Ideen umsetzen, habe ich das Gefühl, und bestimmte Dinge zu Ende führen, Ordnung schaffen, Verantwortung übernehmen und es steht auch für eine feste Verbindung. Und Ritter der Stäbe ist, also es kommt was in Bewegung, ja. Also es verändert sich etwas und ja, also auf jeden Fall, es steht auch für eine Abenteuer und auch für Leidenschaft, für eine aufregende Zeit. Also es kann auch wirklich sein, dass hier für viele Jungfrauen wirklich eine Affäre jetzt hier so wirklich ankommt. Durch die Affäre kommen die auch noch vielleicht durch dieses verheißungsvolle Affäre oder Abenteuer oder durch diese Leidenschaft kommen die mehr in ihre Kraft, in ihre Liebe und dann haben die so richtig Kraft und Stärke und Mut. Also lustvoll und leidenschaftlich nochmal zeigt sich das also wirklich weiterzugehen, also die Ideen umzusetzen. Natürlich kann man durch so eine Energie natürlich auch Kraft schöpfen. Dennoch habe ich das Gefühl, dass trotzdem irgendwie eine beleidigt sein kommen wird, wie auch immer. Vielleicht erwarten sie auch so ein bisschen mehr von dem Partner oder von dem Liebespartner und also auf jeden Fall ist man so ein bisschen beleidigt, dadurch verpasst man vielleicht auch so ein bisschen ein paar Chancen und ja, man sieht dann auch dadurch nicht die Chancen und ja, also auf jeden Fall ist das eine Begegnung für die Jungfrauen, was also wirklich auch von Dauer auch bleiben wird. Also es kann jetzt sein, dass zum Beispiel eine Jungfrau trifft sich mit dem Seelenpartner und das also geht erstmal über diese Ebene halt, fängt das Ganze an und es gibt dann halt auch so ein bisschen Kraft und so einen Aufschub und Energie und auf jeden Fall sind die dann halt beleidigt, wenn es nicht weitergeht. Aber man kann aus diesem ganzen Karussell nicht raussteigen, denn es bleibt für immer in dieser Seelenpartnerschaft. Also dann lieber sich nicht verschließen von diesen Chancen, denn da verpasst man auch was. Das ist jetzt für den Wagen kommt hier der Ritter der Münzen. Also es ist halt, also die Wagen setzen schon immer auf Vertrautes und also die sind fleißig und möchten mit der Ausdauer etwas erreichen und also beständig diese Beziehung leben. Dennoch haben die das Gefühl, dass er also irgendwie ja, also etwas zu Ende gegangen ist oder zu Ende gehen könnte. Denn also es ist hier eine schmerzhafte Abschied. Vielleicht hat man auch das Gefühl, man möchte halt diese Entwicklung und diese Festigkeit und diese Beständigkeit leben mit dem Seelenpartner oder mit dem Partner. Und dennoch hat man das
das Gefühl, dass der Partner doch einem irgendwie in den Rücken fällt, ja, und das ist dann gegen den Strich, ja, und dann wird man halt, ob man das will oder nicht will, in August halt in so eine Phase hineinbegeben, dass man sagt, ja, dieser Reset-Knopf, und dass man sagt, okay, ich kann es nicht ändern, auch wenn es jetzt so gelaufen ist. Also es kann sein, also diese Narrenergie, also dass es halt hier für Chaos oder für Überraschungen auch sorgen kann und auch neu anfangen kann, das auch sein in der bestehenden Partnerschaft, dass man dann sagt, so, ich steige jetzt hier aus diesem Sicherheit und beständigen Gefühl halt mit diese Ritter der Münzen raus und ich mache mal den Narren, ich mache mal hier den Narren einfach und gehe jetzt ganz locker mit dem Ganze um und gehe jetzt mal komplett in diese Freiheit hinein und dann hast du hier dieses Nichts kann dich aufhalten. Und dann bist du halt frei. Jetzt schauen wir mal der Skorpion. Was bekommt der Skorpion in August? Und eine Botschaft. Also der Skorpion bekommt erstmal Königin der Stäbe. Also mutig sein, motiviert sein, optimistisch sein, selbstbewusst sein. Also total Königin der Stäbe. Also kommt etwas in Bewegung, temperamentvoll und entschlossen und 8 Münzen, also das heißt, es ist schon eine gute Start für dich und du kannst jetzt Schritt für Schritt etwas aufbauen, ja, etwas ausprobieren. Du hast hier auch die Chancen dafür, dass sich das Ganze hier Verbindung oder Beziehung auch entfaltet, ne? Also es kann jetzt wachsen und ja, die Wachstum zeigt sich dafür. Schau mal hier. Die Liebeskarten, also die Amorsbotschaften sagen, die wirf doch alle Bedenken über Bord und lass dich in meine Antwort, in Arme sinken. Die Antwort ist auch ja, gib dich hin, es wird alles gut, vergib, vergiss. Auch wenn ihr noch getrennt sein mögt, eure Seelen sind schon vereint, die Liebe überwindet Raum und Zeit. Und hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie auch für dich geben. So, dann kommen wir zum Steinbock. Nee, nicht Steinbock. Schütze. Entschuldigung, Schütze. Der Schütze hat hier 9 Münzen. Das ist gut. Also Wohlstand, innere und äußere Reichtum. Also steht auch für Besitz, Gewinn, gute Gelegenheiten nutzen, den richtigen Moment zulassen, Glück in der Liebe genießen. Und also auf jeden Fall hier große Bereicherung. Also für den Schützen, also total positiv. Und auch der Teufel, der steht auch wirklich hier für Versuchung, für Leidenschaft, auch für übertriebene Leidenschaft, für Verführung. Ja, und also wirklich übertriebene Leidenschaft. Also es kann auch jetzt der Eifersucht auch hier symbolisieren. Und die Seelenverwandtschaft, die Hohepriesterin, geheimnisvoll und einfühlsam. Und die Kraftkarte, die Schützen kommen in ihre Kraft im Monat August. Also ist ja, Schützen sind ja auch Feuerzeichen. Herzlichen Glückwunsch. So, dann kommen wir zu dem Steinbock. Für den Steinbock, schauen wir für den Steinbock. Oh, für den Steinbock kommt etwas ins Gleichgewicht, geben und nehmen kommt in Gleichgewicht. Also, wie du siehst, schenken und beschenkt werden, Gleichgewicht, Toleranz, sehr schön. Und also es geht wirklich hier auch in der Chance, in der Glück, Liebe, Erfüllung, Frieden, gute Gelegenheit, wie du siehst, Chancen auf die große Liebe. Super schön, Asterkelche. Ja, nu, herzlichen Glückwunsch, Steinböcke und Ritter der Kelche. Also ist auch nochmal der Kelchritter mit Liebe, Glück und positive Atmosphäre. Ja, Freude, inneres Verstehen, verliebt sein und dann die Überfülle. Also ich glaube wirklich, die sind hier Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein. Also ich habe das Gefühl, dass hier die Steinböcke so ein Glücksfall sind im Monat August. Und hier für den Wassermann, ja, so. Also Königin der Schwerter, also das ist eine Luftenergie. Also es ist für dich wichtig, liebe Wassermann, dass du
also kühl und distanziert bist und trotzdem ja, also offen und unabhängig und windig, und dass du also trotzdem dein Verstand auch, also Wassermänner haben einen scharfen Verstand, dass sie das hier mit hineinbringen. Also auf jeden Fall, dich kommt noch ein Neuanfang, was also ganz, 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 ganz wie ein zartes Pflänzchen sich entwickelt, und also hab so auch ein bisschen Mitgefühl. Das ist jetzt hier, die Chancen sind auf Glück und Liebe da. Und also es ist hier vielleicht auch von jemandem, der so ein bisschen kindlich ist, der auf dich zukommt. Und es kann hier auch einen Wasserelement symbolisieren. Und das wird aber gut, wie du siehst, weil du bekommst hier gute Nachrichten. Und also es kommt etwas Positives in den Gang und die Probleme lösen sich auf. Und es geht hier für dich um Eroberung und um die Verspieltheit. Denn Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander, vergisst nicht, die Liebe ist der beste Heiler und der Verspieltheit. So, dann die Fische für den Monat August. Also, König der Stäbe. Also, es steht immer für Selbstbewusstsein, es steht immer für, ja, dass etwas in Bewegung kommt, vorankommt. Ja, du bist auch motiviert, du begeisterst auch andere, also temperamentvoll. Du bist auch bereit, ein Risiko einzugehen. Du lässt hier diese 10 Stäbe-Energie, diese Überforderung und Bedrückung und Belastung hinter dir. Und du hast da wirklich eine super Unterstützung hier. Auf jeden Fall mit der Mäßigkeit, das ist hier. Auf jeden Fall der Engel, wie du siehst, also es kommt alles im Fließen. Fische sind ja auch Wasserzeichen, also kommt alles ins Fluss. Wie du siehst, da hinten die Sonne geht auf, hier ganz viel Wasser. Gefühle fließen, also ein gesundes Verhältnis, also sehr gut. Und die 4 Stäbe, also du bist offen und kannst auf anderen zugehen, volle Lebensfreude, Harmonie und friedlich sein und ja, die Karte sagt ja auch, hab so ein bisschen Verständnis, hab noch ein bisschen Geduld, denn du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen. Lass den Dingen einfach Zeit, ja. Dann kommen wir zu dem Widder im Monat, August. Also Monat August für den Widder, also 10 Kelche. Also mit anderen das Glück genießen, also auf jeden Fall eine Zeit für Familie und Freunde nehmen. Also auf jeden Fall ist total positiv. Und dann kommt auch der König der Schwerter. Also es steht wirklich darum, dass man hier auch wirklich vom Kopf heraus eine Entscheidung trifft und also verantwortungsbewusst ist und unabhängig ist. Es ist auch wieder eine Luftenergie hier, ja. Und also es kommt etwas in Bewegung mit den Waagen, denn man geht so seinen eigenen Weg, man setzt neue Ziele, vielleicht auch eine Reise, einen Fortschritt. Also auf jeden Fall kommt etwas in Bewegung und entwickelt sich auch vielleicht auch die männliche, weibliche Energie kommen in gar Gleichklang und der Umarmung. Du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Und wenn die Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Jetzt kommen wir zu dem Sternzeichen Stier im Monat August. Ja, der Stier hat hier so ein bisschen das Herz verschlossen. Ich habe das Gefühl, mangelndes Selbstvertrauen, also Entscheidungsunfähigkeit, also zögert jemand, also da ist jemand unsicher, da ist jemand sehr im Verstand. Misstrauen, also auf jeden Fall, da ist mangelndes Vertrauen, zu viel Spannung, zu viel Zweifel. Dann auf jeden Fall geht es weiter, dass man halt auch als Stier ist ein Erdelement, dass er auch auf jeden Fall hier auf Finanzen auch sehr stark guckt, also dieses Erreichte klug und solide absichern oder also auf jeden Fall langfristige Erfolge setzen und dass man wirklich praktisch und konsequent und bodenständig und materialistisch vorwärts geht, wie du siehst. Also es geht auch hier um die 3 Kelche. Also das deutet hier entweder, dass man halt trotz dass man dieses Herz verschlossen hat,
und auf dieses Materielle hier hineinsetzt, dass man trotzdem so im Außen vielleicht feiert oder irgendwie sich ablenkt durch ein Feiern oder also auf jeden Fall diese äußere Sachen halt feiert. Und also es geht hier auch um Vertrauen, um etwas zu verändern zu können, muss man zuerst akzeptieren. Also ich habe das Gefühl, dass der Stier hier, wie gesagt, also so den Herz verschließt und mehr auf Finanzen sich besinnt und also mehr halt feiert und so. Und da müsste er also mehr in diese Vertrauen kommen, wenn er weiterkommen möchte. Dann schauen wir jetzt bei den Zwillingen. Wie geht es mit den Zwillingen weiter? Also Zwillinge haben hier erstmal, ja, also haben den Aufbruch und lassen Altes hinter sich und es öffnet sich etwas Neues für die, was also wirklich ruhiger wird. Denn, also vielleicht distanzieren sich auch aus bestehenden Beziehungen vielleicht, wo also sehr viele Konflikte da waren, vielleicht sehr viel Konfrontationen da waren und distanzieren die sich daraus und kommen mehr in ihre eigene Kraft, denn die Anziehungskraft ist sehr stark hier, also der Magier und hier, also die Zwillingsseelen, eure Leidenschaft ist entflammt. Und dann ziehe ich noch, also hier für den Krebs ist die Karte gekommen, der Hohepriester. Der Hohepriester steht immer für, ja, also für eine höhere Position. Also Hohepriester ist ja auch eine spirituelle Karte, also das ist so ein Gottes Segen auch für die. Und es zeigt sich auch die sieben Münzen, dass es halt eine reife Phase jetzt für die Krebse auch ansteht erstmal, dass man etwas aufbauen möchte und dass sich das auch langsam entwickeln wird. Und dass die auch ihren Standpunkt verteidigen werden, vielleicht auch Stück weit auch eifersüchtig sind und auch für ihre Beziehung erstmal auch kämpfen. Und da kommt die sexuelle Vereinigung, respektiere den Ort in anderen, wo ihr beide eins seid. Ja, das sind ja tolle Aussichten für den Monat August. Ich hoffe, du hast dich hier wiedergefunden. Und bist du mit in Resonanz gegangen? Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über ein Like und umso mehr, wenn du das nächste Mal auch hier live dabei bist und mit mir gemeinsam dieses Video anschaust. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, tschüss ihr Lieben, deine Valeria, tschüss.